Maurice, was machen wir heute eigentlich? Wir sind so ein bisschen planlos heute unterwegs. Was machen wir? Wo fahren wir hin? Na, vielleicht will ich dich ja überraschen. Also so ganz planlos sind wir nicht. Aber ich glaube, heute geht es an einen ganz besonderen Spot, den wir unseren Zuschauern heute präsentieren möchten. Eine ganz besondere Location. Und das ist doch gar nicht so viel quatschen, sondern dass der Audienz einfach mal zeigen, wo wir hinfahren, oder? Okay. Alles klar. Also Bro, das ist schon übel exklusiv auf jeden Fall, aber wir haben ja jetzt hier, ich finde, wir hätten andere Musik jetzt hier gebraucht. Kommt's dir nicht auch gerade? Weißt du, was ich meine? Also es kommt mir auch gerade und ich frage mich auch, warst du schon mal am Rodeo Drive? Nee, aber ich weiß, man weiß ja, wie es so aussieht, ne? Also, das hat ja überhaupt nichts von Beverly Hills. Warte mal, ich habe da einen Song, ich glaube, der passt besser. Kannst du den mal reinmachen? Machen wir. Super. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Hallo, buenas tardes, einen schönen guten Nachmittag. Hier wieder euer Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca. Heute mit einer ganz besonderen Gebietstour. Und zwar sind wir ja nicht im Beverly Hills, sondern im Bel Air von Mallorca, Palma de Mallorca, España. Und zeigen euch ja diesen tollen, exklusiven Stadtteil schon wieder. Hoffen, das gefällt euch. Kommt mal mit und lasst euch überraschen. Ja, und für unsere treuen Zuschauer, die unser Format also regelmäßig verfolgen und ja, uns immer wieder supporten, uns Likes geben, uns unsere Videos kommentieren, ich würde euch um einen kleinen Gefallen bitten. Und zwar ist es so, YouTube erkennt ja, sag ich mal, durch die Anzahl eurer Kommentare, die Anzahl eurer Gefällt-mir-Angaben etc., ob euch das Video gefällt oder nicht und ob das relevant ist oder nicht, um das anderweitig in den Suchergebnissen anzuzeigen. Das heißt, wir würden euch wirklich darum bitten, uns einmal bitte nicht nur ein Like da zu lassen, sondern vielleicht auch mal einen Kommentar. Vielleicht alle, die, sag ich mal, gerade diese treue Zuhörerschaft auch bilden, dass wir einfach so im Algorithmus etwas höher kommen und dementsprechend auch höher gerankt werden bei YouTube. Da wären wir sehr dankbar. Vielen lieben Dank. Ja, was natürlich an diesem Standort hier so interessant ist, ist die Tatsache, dass man auf relativ kleiner Fläche eine relativ große Anzahl an Luxusimmobilien einfach hat. Das ist ein extrem exklusiver Standort. Ihr müsst euch vorstellen, hier haben Hollywood-Stars Häuser und Villen. Hier haben Profifußballer ihre Häuser und Villen. Hier haben Spitzenpolitiker, oftmals deutsche Spitzenpolitiker ihre Häuser und Villen. Also das ist schon ein ganz exklusiver Standort und gerade für Mallorca ist das doch was ganz Besonderes. Und was natürlich ganz Besonderes ist, ich glaube, ihr könnt das jetzt gar nicht so gut sehen, wir sind relativ hoch gelegen, wir sind in der Stadt Palma. Das heißt, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich glaube nicht. Kommt, wir steigen mal aus, wir schauen uns das mal direkt an. Wir zeigen euch das mal. Ja, wie ihr sehen könnt, ganz interessant ist einfach, dass wir sehr hoch gelegen sind. Das heißt, ihr habt einen tollen View über die Stadt, eigentlich einen einzigartigen View hier in Palma. Gibt es eigentlich so nicht nochmal, würde ich sagen, also außerhalb von Palma schon, aber in Palma selbst nicht und das ist natürlich der Wahnsinn. Dazu kommt, dass eigentlich fast alle Anwesen hier sehr hohe Privatsphäre genießen. Das heißt, in der Regel sind die Grundstücke uneinsehbar oder natürlich nur sehr schwierig einsehbar und genau das ist eigentlich, was das Klientel sucht, das hier sich in der Regel eine Immobilie kauft. Ja? Wirklich besonders spezieller Ort. Ihr seid in Palma und ja, setzt euch ins Auto, fahrt runter, seid überall. Und natürlich auch, was ihr hier geboten bekommt, in diese Luxussiedlung sozusagen, ist natürlich auch der Wahnsinn. Zwei Luxushotels, zwei Golfplätze, beziehungsweise einer ist außerhalb, so ein Kind, aber direkt angrenzend eigentlich an der Einfahrt sozusagen, ein direkter Golfplatz in der Urbanisation, zwei Luxushotels, also das ist schon was Besonderes und was Spezielles. Also ich glaube, das ist ganz interessant. Machen wir weiter. Machen wir weiter, super. So, jetzt sind wir hier vor einem dieser zwei Luxushotels, die es hier gibt in Sonvida. Und zwar ist das das Hotel Castillo Sonvida, das Schloss von Sonvida. Ihr seht gleich den Turm, den Schlossturm. Und es ist ein sehr exklusives Hotel, 5-Sterne-Kategorie. Und wir haben noch ein zweites, das Arabella Sheraton. Ja, genau, also das ist ein sehr schönes Hotel. Und ihr seht gleich, was hier ganz besonders ist. Wir haben hier eine tolle Terrasse. Die Terrasse ist wirklich einzigartig, da habt ihr einen Blick. Will ich euch gar nicht so viel drüber erzählen, weil ihr seht das gleich selbst.
Und das ist natürlich der Wahnsinn. Und ja, ihr seht also so wirklich viel Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten etc. hat man hier direkt in dieser Siedlung nicht. Deswegen finden wir auch, dass man das jetzt nicht wirklich mit Beverly Hills vergleichen kann, sondern eher mit Bel Air. Das ist ja dann auch eher so ein bisschen geschlossen, oberhalb, ne? Kein Rodeo Drive, keine Infrastruktur, keine Stadt, ne? Sondern einfach ein reines Wohngebiet, und das ist hier ja auch der Fall. Das heißt, man hat eigentlich neben den Wohnhäusern, also von der Struktur her, hat man hier vorwiegend Villen, Wohnhäuser, freistehende Häuser. Es gibt ein paar wenige Wohnanlagen, da gibt es dann also normalen Wohneigentum. Das heißt eben nicht hinfallen, nicht in den... Alles gut. Nee, also wir haben vorwiegend Wohnhäuser hier, Villen, freistehende Villen. Wir haben einige wenige Wohnanlagen mit Wohnungen, Gemeinschaftspools etc. Aber vorwiegend haben wir freistehende Villen. Und natürlich gibt es einige sehr exklusive Villen, die noch deutlich hochpreisiger sind. Und ja, ein paar vereinzelt, die ein bisschen weniger auch kosten. Und ja, wir haben hier, wenn es mal wirklich ein günstiges Angebot gibt von der freistehenden Villa, die so ein bisschen Blick auch hat, ne? Und schön ist, wirklich für sich privat auch, dann kriegt man mal ein Angebot, also komplett sanierungs-, renovierungsbedürftig, so für 1,7, 1,8, 1,9 Millionen Euro. Das sind dann Häuser, die haben 220, 240 Quadratmeter. Und natürlich, nach oben gibt es keine Grenzen. Das heißt, es gibt hier Häuser, die hier entwickelt wurden, verkauft wurden für 20, 22 Millionen Euro. Das ist natürlich eine Ansage. Also das ist schon sehr, sehr exklusiv. Und das sind dann in der Regel die Villen, die ganz oben sind. Das heißt, am höchsten Punkt dieser Nobel-Urbanisation, dieses Nobel-Wohngebietes. Und wenn man je weiter man sozusagen, je tiefer man ist, je weniger Blick man hat, desto weniger ist in der Regel das Grundstück und auch die Liegenschaft wert. Also dass ihr da mal eine Idee habt, ein Preisgefühl. Es gibt auch viele neue Projekte für 3,5, 4 Millionen Euro. Die sind dann aber meistens ja auch nicht mit dem besten Blick, aber schon schön und ordentlich solide. Natürlich, weil es ja auch nicht wenig Geld, ne? 3,5, 4 Millionen Euro. Aber hier in Sonn wieder ist es tatsächlich dann eher, nicht der ganz teure Bereich, ne? Da geht es dann noch ein bisschen höher. Das macht natürlich auch Sonn wieder aus, ne? Schaut euch das mal an. Das sind Häuser, Villen, die da stehen, die kosten 10, 12, 14, 15, 8 Millionen Euro. Das ist der Wahnsinn. Also das ist natürlich, und ihr seht, das ist dann weitestgehend auch schon alles modernisiert, wirklich minimalistische Häuser mit wirklich sehr großen Glasfronten. Und ja, je höher, desto hochpreisiger natürlich. Das ist, sage ich mal, eine ganz logische Konsequenz, denn hier zahlt man natürlich nicht nur die Lage selbst, man zahlt natürlich auch den Blick. Wenn ihr was Lustiges sehen wollt, wenn man sich jetzt hier kein Haus leisten kann oder das nicht leisten möchte, dann gibt es natürlich noch andere Umwege, um hier in Sonn wieder, sage ich mal, Fuß zu fassen. Und ja, einer ist natürlich hier. Ist natürlich auch eine ganz elegante Lösung. Und ja, also so kann man es auch in der Luxussiedlung machen. Ja gut, jeder Anfang ist schwer, ne? Also, ja, absolut. Sehe ich doch auch so, und von daher ist es überhaupt nicht verwerflich. Also jeder fängt mal klein an. Bei den Hollywood-Stars, ja, auf den Filmsets kennt man das ja. Wahnsinn. Die leben ja dann auch in einem Wohnwagen. Ja, aber das sind ja extrem krasse Wohnwagen, die da haben. Ich würde sagen, Hollywood-Stars haben wir hier ja auch. Du hast mir letztens erst was erzählt. Ja, Hollywood-Stars haben wir hier tatsächlich auch. Das ist immer so ein bisschen Nähkästchen-Geplauder. Aber wir haben neulich wirklich eine ganz interessante Begebenheit gehabt. Ich habe einer meiner Jungs aus meinem Team, der hat also hier quasi ein Objekt gesucht für einen Kunden von uns, der also ganz konkret uns darauf angesetzt hatte. Und dann hatte er mit einem Eigentümer gesprochen, und der verwies ihn darauf, mit dem Nachbarn zu sprechen. Dann hat er bei dem Nachbarn geklingelt, und ja, ihr werdet es kaum glauben, aber dann stand da auf einmal Catherine Zeta-Jones im Bademantel sozusagen vor unserem Fabian. Und ja, also das sind auch so Geschichten, die man hier auf jeden Fall erlebt auf Mallorca. Ganz spannend, obwohl Catherine Zeta-Jones eigentlich in Valdemossa ihr Hauptanwesen hat mit Michael Douglas, aber scheinbar wohl auch noch in Sonn wieder. So, jetzt sind wir schon wieder für heute am Ende angekommen, unserer heutigen Gebietstour hier im Bel Air von Palma de Mallorca. Und ja, hoffen, das Ganze hat euch natürlich gefallen, hat euch einen guten Einblick verschafft, sag ich mal, in dieses Wohngebiet. Und ja, es ist natürlich so, dass wir immer versuchen, euch weitestgehend die Infrastruktur aufzuzeigen, die Anbindung aufzuzeigen, eigentlich alles, was es so in einem Wohngebiet gibt, natürlich so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, denn wir haben ja unglaublich viel zu erzählen, und das wollen wir auf jeden Fall mit euch teilen. Und ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, also ihr habt einfach hier das, sag ich mal, ein Wohngebiet, das erhöht ist. Das heißt, man hat einfach einen unglaublich guten View über die Stadt von Palma, über das Meer, über die komplette Stadt. Also das ist eigentlich unglaublich schön.
Je höher man gelegen ist, man hat hier mehrere Golfplätze. Hier direkt in Sonwida hat man diesen Golfplatz hier, den Golfplatz von Sonwida. Dann haben wir draußen noch zwei weitere Golfplätze, also außerhalb, sage ich mal, der geschlossenen Wohnanlage. Und ja, man hat also zwei Luxushotels auch innerhalb der Siedlung. Und ja, das zeichnet das Ganze natürlich aus. Hinzu kommt, dass das, sage ich mal, ein sehr exklusives Gebiet ist. Das heißt, hier wohnen sehr viele bekannte Persönlichkeiten, Politiker, Profisportler, Schauspieler, also wirklich Hollywood-Stars vom Feinsten. Und das ist natürlich, ja, sage ich mal, was dieses Gebiet für den einen oder anderen eben ausmacht oder auch nicht ausmacht. Ja, uns gefällt das ganz gut. Ich würde wahrscheinlich persönlich nicht hier leben wollen, auch wenn ich es könnte. Aber ja, nichtsdestotrotz gefällt uns das ganz gut. Ist ja immer eine Frage der persönlichen Ansprüche und der eben Ruhe möchte. Eine gute Anbindung nach Palma, eine gute Anbindung an den Flughafen, eine absolute Sicherheit oder einen großen Sicherheitsfaktor. Denn man hat hier eben, sage ich mal, 24 Stunden lang auch einen Pförtner, der eben schaut, wer fährt rein, wer fährt raus. Es gibt nur einen Zugang. Das heißt, das ist natürlich besonders sicher für Personen, die, sage ich mal, so einen Sicherheitsfaktor auch suchen. Und von daher finden wir das durchaus interessant. Ich suche den nicht, ich mache ja Boxsport, von daher brauche ich den Pförtner nicht. Deswegen würde ich sagen, finden wir das tatsächlich ganz spannend hier. Und wenn das, sage ich mal, sich nach euren Bedürfnissen und Ansprüchen eben richtet, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren, denn wir haben einige Immobilien hier, die wir zum Verkauf anbieten können. Das reicht von renovierungs-, sanierungsbedürftigen Objekten, die bei 1,6, 1,7, 1,8 Millionen Euro liegen, bis hin zu Villen, die, ja, sage ich mal, achtstellig sind. Na? Das heißt, ja, wir haben da jede Menge Angebot. Meldet euch gerne bei uns www.sae-mallorca.com. Wir hoffen, diese Tour hat euch gefallen, mal ein bisschen anders als sonst, und wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Hasta luego.